Hallo und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache heute eine Radtour zu einer Baustelle, wo Windräder errichtet werden und habe dort ein bisschen mich umgeschaut und ein Video aufgenommen mit der Drohne. Und ich werde jetzt ein bisschen Musik anmachen, damit die Fahrt da hoch nicht so langweilig ist. Wer die Fahrt überspringen möchte, kann gerne die Marker vom ersten Beitrag dazu benutzen. Dann könnt ihr euch direkt sehen, wie es dort bei der Baustelle aussieht. Viel gibt es aber noch nicht zu sehen. Da laufen die Vorbereitungen. Ich dachte, da würde ein riesiger Kran stehen, aber das ist leider nicht der Fall. Vielleicht fahre ich da in ein paar Wochen nochmal hin und schaue mich da erneut nochmal um. Jetzt gibt es erstmal Musik. Ich melde mich aber gleich nochmal. Thank you.
Ich habe jetzt den ersten Bauplatz erreicht, aber außer dem Fundament gibt es hier eigentlich nichts zu sehen. Deshalb fahre ich hier vorbei. Später im Video von der Drohne sieht man den Bauplatz von oben. Nun habe ich den zweiten Bauplatz erreicht und wie ihr seht, kann man auch hier nur das Fundament vom Windrad oder vom zukünftigen Windrad sehen. Mehr ist hier im Moment auch noch nicht.
Nun bin ich am dritten und letzten Bauplatz und ich glaube, dass dieses Windrad abgebaut wird. Es sieht zumindest so aus. Ich bin gespannt, was daraus wird, wenn ich demnächst nochmal hier oben den Platz besuche. Thank you.
Ich habe hier kurz Halt gemacht und warte, bis die Baufahrzeuge vorbei sind. Dann werde ich mal die Drohne starten und mir das Ganze von oben anschauen. Das Windrad, was wir da sehen, wird bestimmt auch noch abgebaut und durch ein neues ersetzt. Ich habe jetzt erstmal komplett 360 Grad gedreht. Dann seht ihr auch mal, wie schön das hier ist, wo ich wohne. Das ist hier das Sauerland. Da ist der eine Bauplatz, also der erste Bauplatz. Da ist wirklich nicht viel zu sehen. Ich zoome da jetzt noch mal oder später dann rein. Können wir das auch mal aus der Nähe sehen? Und hier nochmal das Windrad, was demnächst wahrscheinlich auch abgebaut werden wird. Da hinten ist diese Säule, wo ich zum Schluss war. Und ich denke, dass die abgebaut wird. Es sollen hier angeblich 200 Meter hohe Windräder gebaut werden. Da bin ich wirklich mal auf den Kran gespannt. Der muss ja wirklich dann noch deutlich höher sein. Den würde ich dann gerne auch mal aus der Nähe sehen. Heute hat es ja leider nicht geklappt. Hier jetzt nochmal der Bauplatz in Großaufnahme und da ist wirklich im Moment noch nichts los. Ich werde jetzt wieder nach Hause fahren. Runter geht es natürlich schneller. Ich hatte hier teilweise 18% Steigung. Das ist schon ein bisschen was. Ihr könnt das noch euch anschauen, wenn ihr wollt. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Beim Fahrradfahren immer Helm auf und fahrt vorsichtig.